Mann, oh Diese Mann, oh Mann, Narren oh Mann. Haben keine Vorstellung, welcher Zahn. Eieiei. Ich habe also keine coolen Power-Ups erhalten? Wie sich herausstellt, war die Baumhexe ziemlich nutzlos. Ich bin gerade total gestresst für dich. Sieht nach einem guten Zeitpunkt aus, dem ein Ende zu bereiten. Ist sie fortgegangen? Das bedeutet, dass du gewonnen hast? Liebst du den Sommer auch so? Keine Angst, ich war zuvor im Internet und habe dort Spiele gespielt. Ich habe Tutorials abgeschlossen, die weit gefährlicher als diese schrullige Sumpflady waren. Eieiei. Außerdem hast du dein Pixelschwert und wir verfügen über die Erfahrung. Ich glaube, wir sind bereit, es mit dem Endboss aufzunehmen. Ska. Ska? Was macht Ska zum Endboss? Seine Höhle ist ein gigantischer Totenschädel. Klingt eigentlich nach Spaß. Ich bin dabei. Ich bin nicht bereit, mich in die Höhle des Löwen zu begeben. Du weißt, dass Ska immer hungrig ist, richtig? Ich auch. Auf zum Sieg. Also, ich sehe das so. Wir basteln einen Köder, um ihn in seine Höhle zu locken. Dann greifen wir an. Ich habe in letzter Zeit viel Extremfischen gespielt. Außerdem weiß ich, wir brauchen Hering für die Vorfalle, denn er ist super stinkig, perfekt für einen Geruchsköder. Wir brauchen auch einen Königsfisch, um einen Möchtegern-König zu fangen. Ziemlich sicher, dass du die spätabends am schillernden Strand fangen kannst. Und, etwas Weichholz und Faser, um das ganze Ding hin zusammenzuhalten. Bastel den Köder für Ska und platziere ihn in die Nähe seiner Höhle. Und dann, peng, Endboss-Time. Okay. Stelle den Gegenstand Köder für Ska her. Na Gott, ich habe ja Gott sei Dank einen Königsfisch dabei. Also den habe ich ja schon. Ach du meine Güte, die meinst es ja wirklich ernst. Moment. Oh, ganz viel Mais. Ich brauche Mais, 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 Mais. So. Jetzt nehme ich erstmal hier mir noch ein paar Sachen von denen mit. Was zum... Was ist mit dem... Was ist denn jetzt los? Ganz viel Karotten. Nehme ich alle mit. Außerdem erhöht es auch noch gleichzeitig auch noch Vanelloops Freundschaftslevel. Und was haben wir hier? Was ist hier vertrocknet? Zack. So. Dann hier noch den Mais. Ich hatte nämlich kaum noch Mais. Daher erstmal wieder ein bisschen auch anbauen. Für neue Rezepte. So, ich glaube, das sollte reichen. Warum hat er jetzt nicht den ganzen Mais rübergenommen? So. So ist schon besser. Möhren sind voll. Paprika. Komm, die eine geht rüber. Ja. So, und jetzt den Gegenstand Köder für Ska herstellen. Okay. Aber gut, dass sie mir den Tipp gegeben hat, mit dem Abendsfischen. Ich habe schon die ganze Zeit immer wieder versucht, aber ich habe halt nie einen, nie einen Königsfisch gefangen, den ich für die Aufgaben brauche, für das Event. Aber gut, danke für den Tipp. Platziere den Gegenstand Köder für Ska in der Nähe von Skars Höhle. Das wird ihn wütend machen. Das weiß ich jetzt schon. Das wird ihn richtig wütend machen. Aber die Pflanzen brauchen alle noch kein Wasser. Die sehen noch gut aus. So. Dann haben wir jetzt hier einmal den Köder. In die Nähe von Skars Höhle, ne? So. Triff Vanelloop in der Nähe von Skars Höhle. Hallo! Du hast es geschafft, Jochen. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der großhaarige Endboss in seinem Versteck ist. Eieiei. Heilige Milch eines haarigen Affen. Es hat funktioniert. Gehen wir rein. Oh.
Der Moment ist gekommen, der Kampf gegen den Endboss. Betrete Scars Höhle. Jetzt hör mir gut zu. Okay, tritt gegen Scar an. Oh, hallo. Oh, Julchen. Du bist also verantwortlich für das Chaos von meiner Höhle. Das ist großartiges Geplänkel von einem Bosskampf. Vor einem Bosskampf. Ja, das tut mir leid. Ein Kampf. Sieh an. Ich muss sagen, ich habe lange darauf gewartet, dass du deine Krallen zeigst. Dies ist der Endkampf. Es tut mir leid, dass es dazu kommen musste, Scar. Oh, ich verstehe. Du hast den kleinen klebrigen Welpen mitgebracht. Das ist eine Art Spiel. Mach dich auf eine rasche Niederlage gefasst. Ja, also spiel mit. Ich spiele nur selten. Heute schon. En garde. Ah, deine Vorliebe für Spiele ist ziemlich erbärmlich, weißt du. Du kannst mich nicht brechen, Schurke. Nicht so erbärmlich wie dieses schäbige Versteck. Oh, dir gefällt meine Einrichtung nicht. Das verletzt mich. Du hast nur noch wenig Gesundheit. Wenn du damit meinst, dass mich diese Auseinandersetzung langweilt, dann hast du recht. Ich akzeptiere deine Apathie als Kapitulation. Aha. Okay, ja, du hast mich besiegt. Und jetzt verschwinde. Jetzt lauf und vergiss nie. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Ach du Jemine. Hey! Du hast es geschafft. Du hast den Endboss besiegt. Der Sieg ist dein. Als Heldin machst du dich ziemlich gut. Und wow! Yeah! Schau dir nur die ganze Beute an. Die habe ich definitiv nicht fallen gelassen, damit du sie findest. Hm? Nee, ist klar. Was ist, was da wohl drin ist? Heb es auf und öffne es und sieh nach. Es ist... Oh. Okay, ein Bild. Das ist die Höhle, die Vitalis-Höhle, dann Veneloops Haus, das Jeremie, dann die mystische Höhle und dann das Haus von Anna und Elsa. Ah, eine weitere Erinnerung. Das ist es. Zeige Veneloop die geheimnisvolle Karte. Wenn sie mal stehen bleiben würde mit ihrem Glitch. Oh Freund. Hast du deine besondere Beute gesehen? Hm? Welch ein gut gezeichneter und cooler Preis, was? Was glaubst du, dass es ist? Hast du das gezeichnet, Veneloop? Du nennst das Beute? Es ist eine Karte. Sie muss zu irgendeinem im Tal versteckten Schatz führen. Yeah. Ich würde sie gut aufheben, Jojen. Sie könnte für ein zukünftiges Abenteuer hilfreich sein. Eines, das ich noch nicht ganz fertig geplant habe. Ach du Jemine. Ach Gott, es war schon... Das, ja, es war irgendwie süß. Es war schon irgendwie niedlich. Aber sie ist irgendwie komplett aufgedreht. Irgendwie, ja, niedlich. Okay, so, also. Ich müsste eigentlich noch mich ein bisschen Zeit mit Woody oder was verbringen. Fische im Hier und Dort noch. Okay. Wally, seine Lieblingsgeschenke, Nachtdorn entfernen kann ich erst wieder morgen, da ich für heute die schon weggemacht habe. Aber wir könnten noch mal hier bei Onkel Dagobert reinschauen. Vielleicht hat er noch mal... Oh, er hat auch neue Sachen. Ich war heute schon mal hier und habe alles leer geplündert, was ging. Einen schönen Tag noch. Ein holographischer Barhocker. Oh. Ist sogar von Ralf Reichts. Freundlichen Dank. Die Teekanne haben wir schon. Ein Picknicktisch. Einen schönen Tag noch. Von Lilo und Stitch. Ah, mit den Blättern. Auf Wiedersehen und bis bald. Hier, das blaue Sofa Einen nehmen schönen wir Tag mit. Noch. Hey! Freundlichen Dank. Ich nehme jetzt einfach immer so alles mit, was ich kriegen kann. Das Bett haben wir schon? Okay, wusste ich gar nicht. Was haben wir hier Schönes? Einen schönen Tag noch.
Goldlilafarbene Juwelenbrille. Ja. Auf Wiedersehen und bis bald. So, eine. Sei gegrüßt, Nachbar. Jeans-Shorts mit hoher Taille. Freundlichen Dank. Ich. Einen schönen Tag noch. Schwarzes Hemd mit offenen Kragen. Nehme ich mit. Auf Wiedersehen und bis bald. Und was ist das? Hier, sieht es schon. Ah, ja, genau. Dunkelbraune Sheriffjacke von Toy Story. Oh, ich habe nicht genug Geld mehr. Freundlichen Dank. Hallo. Rosa Aquarell-Wabenfliesen. Ach, schön. Hey. Nehmen wir mit. Auf Wiedersehen und bis bald. Und das Kleid haben wir ja schon, aber in weiß. So. Ja gut, dann müssten wir erstmal wieder etwas warten. Also ihr müsst eigentlich warten, bis ich Vandeloup wieder auf das nächste Level gebracht habe. Ja. Dann müssen wir... Ich mache mal noch irgendwie ein Foto mit wem. Mit Maui haben wir, glaube ich, auch lange keins gemacht. Komm mal her, du. An einem guten Spot. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Wie wär's hier? Maui. Nein! So. Das passt wenigstens. Die anderen Fotos, die waren ja richtig verhunzt. Gut. Ja, das waren jetzt nur... Das werden jetzt, glaube ich, nur zwei Aufnahmen und die auch relativ kurz. Aber es ist ja halt... wir haben jetzt gerade nicht so viele neue Dorfbewohner da. Deswegen werden die Folgen halt auch immer etwas kurz sein. Allerdings möchte ich euch trotzdem gern zeigen. Und wenn es wieder soweit ist, dass es Vandeloup auf Level 10 ist, höchstwahrscheinlich jetzt. Ja, genau. Level 10 für Vandeloup. Dann wird es wahrscheinlich eine kleine Schatzsuche geben oder sowas. Buzz Lightyear, Olaf und Stitch. Ich vermute schon. Gut. Ja, meine Lieben, jetzt laufen wir hier in unserem Schild und Schwert herum. Es ist eigentlich wirklich, ehrlich gesagt, ein bisschen süß. Aber ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Disney Dreamlight Valley, wenn wir mit Vandeloup dann auf eine große Schatzsuche gehen. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!